Herzlich willkommen, mein Name ist Marvin Fritsche, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im iSafe und ich werde Ihnen in diesem Video die numerische Simulation einer Messblende erklären. Zu Beginn sollte die Workbench geöffnet werden, dazu können Sie die Windows-Taste drücken, die Abkürzung eingeben und die entsprechende Version der Workbench öffnen. Ich werde hier mit der Version 2021 R1 arbeiten. Die Studentenversion von ANSYS ist frei verfügbar. Diese können Sie auf der Homepage von ANSYS herunterladen. Sobald die Workbench-Datei geöffnet ist, sollten wir diese als erstes abspeichern. Dazu empfiehlt es sich, auf dem Desktop einen Ordner anzulegen, zum Beispiel. Der sollte sinnvoll benannt werden und bei der Benennung ist darauf zu achten, dass diese keine Umlaute oder Sonderzeichen enthält. Das heißt, in diesem Fall habe ich einen Ordner auf dem Desktop angelegt, den ich Messblende genannt habe und in diesem Ordner habe ich auch schon die Geometrie gespeichert, die wir später benutzen werden und dort wollen wir jetzt auch die Workbench-Datei speichern. Dafür gehen wir auf Datei, Speichern unter, gehen auf unseren Desktop, öffnen den Ordner und wählen ihn aus und vergeben dann einen Namen für die Workbench-Datei. Hierfür werde ich ebenfalls Messblende verwenden und dann speichern wir das Ganze ab. Sobald die Datei gespeichert ist, können wir anfangen, unser Projekt aufzusetzen. In diesem Fall wollen wir mit CFX arbeiten, darum ziehen wir dieses Modul in die Workbench hinein. Nachdem das Modul eingeladen ist, können wir auch hierfür einen Namen vergeben. Da wir später in unserer Simulation mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde arbeiten wollen, werde ich in diesem Fall die Benennung mit 5 Meter Sekunde vergeben. Anschließend können wir die Geometrie einladen. Dafür können wir hier auf Geometrie klicken, wählen dann an dieser Stelle Geometrie importieren, durchsuchen, wählen den Ordner auf unserem Desktop, den wir angelegt haben, in dem wir die Messblende gespeichert haben und importieren unsere Geometriedatei. Anhand dieses grünen Hakens können wir sehen, dass die Geometrie erfolgreich eingelesen wurde. Nachdem nun die Geometriedateien eingeladen sind, können wir mit der Netzerstellung fortfahren. Dafür gehen wir auf Netz mit Rechtsklick Bearbeiten. Anschließend sehen wir hier unten, dass der Vernetzer gestartet wird. Das Ganze dauert einen Moment. Nun sehen wir, der Vernetzer ist schon gestartet, jedoch sehen wir die Geometrie noch nicht. Das dauert immer noch einen Moment länger, bis die Geometrie vollständig eingeladen ist. Nun können wir die Geometrie sehen und gucken uns diese zunächst an. Wir haben hier die Messblende, ein Viertel der Messblende, um genauer zu sein. Da werden wir Symmetriebedingungen nutzen, um trotzdem Ergebnisse für eine volle Messblende zu erhalten. Jedoch können wir so einfach einige Elemente sparen und somit die Berechnungszeit reduzieren. Als erster Step erfolgt dann nun die Benennung der einzelnen Komponenten. Hierfür werden wir in Strömungsrichtung vorgehen, das heißt hier unsere X-Richtung wählen wir als Strömungsrichtung und entsprechend beginnen wir als erstes mit dem Inlet, was wir auf dieser Fläche hier vorne platzieren werden. Dazu können wir die Fläche anwählen. Das geht am besten, wenn wir zunächst hier oben auswählen, dass wir lediglich Flächen anwählen können. Dann klicken wir hier drauf mit einem Rechtsklick, wählen Komponente erstellen und geben Inlet ein. Anschließend sehen wir hier im Modellbaum, dass Komponenten hinzugefügt wurden und hier entsprechend das Inlet definiert worden ist. So können wir das Ganze auch entsprechend kontrollieren. Als nächstes werden wir definieren, wo die Strömung wieder aus der Geometrie austreten soll, also entsprechend unser Outlet bzw. unser Opening. Das werden wir auf diese Fläche legen, wieder mit einem Rechtsklick, Komponente erstellen. Und dann geben wir Opening ein.
Im nächsten Step definieren wir die Wände. Dafür wählen wir hier die beiden großen Wände an. Mit einem Rechtsklick kann man mehrere Flächen auswählen. Entschuldigung, mit einem, also Sie können die Flächen anwählen und Steuerung halten, um mehrere Flächen auszuwählen. Dann können Sie wieder mit Rechtsklick Komponente erstellen, Wall, eine Komponente hinzufügen. Jetzt werden wir die Wände der Messblende noch erstellen. Hierfür beginnen wir mit den Wänden der Messblende, die in der Strömung liegen. Das heißt, wir wählen zunächst alle Wände an, die hier im Inneren liegen. Ich zeige noch einmal, welche ich hier gewählt habe. Dann gehen wir hier mit einem Rechtsklick wieder drauf. Auf Komponente erstellen und das nennen wir mal Messblende in. Anschließend wählen wir nun die Wände der Messblende aus, die außerhalb der Strömung liegen, und zwar alle bis auf die beiden oberen Flächen, weil auf diesen beiden oberen Flächen wollen wir anschließend unsere Drücke ablesen. Ich zeige auch hier nochmal, welche Flächen ich angewählt habe. Dann gehe ich mit Rechtsklick Komponente erstellen und das nenne ich Messblende Out. Nun vergeben wir unsere beiden Druckflächen. Dort wählen wir als erstes die erste an. Diese ist die erste in Strömungsrichtung, die wir in Richtung X definieren wollen. Somit benenne ich diese als erstes mit P1. Die zweite entsprechend mit P2. An dieser Stelle fehlen uns nur noch die beiden Symmetriebedingungen, also unsere Symmetriewände, die wir jetzt vergeben müssen. Dort wählen wir die an, mit Rechtsklick Komponente erstellen und die erste nennen wir Sim1. Und die zweite Sim2. Nun haben wir alle Wände oder Komponenten definiert. Das Ganze können wir auch überprüfen, indem wir hier in dem Modellbaum die einzelnen Komponenten auswählen. Diese werden uns dann farblich hier hinterlegt und auch per Indizes zugewiesen zu den einzelnen Bezeichnungen. So können wir jetzt vor allen Dingen prüfen, ob wir wirklich alle Wände ausgewählt haben und diese auch richtig zugeordnet sind. Wenn wir dies überprüft und sichergestellt haben, können wir die ersten Netzeinstellungen definieren. Hierfür gehen wir auf Netz. Anschließend erweitere ich hier zunächst die Einstellmöglichkeiten. Und nun gehen wir von oben nach unten durch. Als erstes die Physikvoreinstellung ist CFD, entsprechend weil wir eine CFD-Simulation durchführen wollen. Alternativ könnte man hier auch eine FM-Simulation durchführen. Entsprechend des Moduls, das wir verwenden, ist CFX schon als Solver-Voreinstellung ausgewählt. Und hier an dieser Stelle wollen wir nun eine globale Elementgröße definieren. Unsere Elementgröße definieren wir mit 1e-2 Metern. Anschließend gehen wir weiter und definieren hier unter der Rubrik Elementgröße eine Wachstumsrate, die aktuell bei 1,2 steht, die ändern wir zu 1,1. Und ebenfalls die maximale Elementgröße, die verwendet werden soll, die ändern wir auf den Wert von 5e-2 Metern. Anschließend gehen wir in die Rubrik Qualität.
Hier ändern wir den Wert beim Glätten von Mittel auf Hoch. Grundsätzlich sind nun alle Netzeinstellungen getroffen. Als nächster Schritt würde die Einstellung der Prismenschichten erfolgen. Jedoch, um diese einstellen zu können, ist zunächst die Berechnung der ersten Schichtdicke notwendig. Diese werden wir in Excel durchführen und dafür werden wir nun auf Excel wechseln. An dieser Stelle erfolgt dann nun die Berechnung der Prismenschichten. Hierfür verwenden wir die Excel-Tabelle, die Sie bereits aus dem Praktikum Grundlagen der Strömungstechnik kennen. Hier müssten wir einmal die Geschwindigkeit kontrollieren. Diese steht aber schon auf 5 Meter pro Sekunde, entsprechend unserer Strömungsgeschwindigkeit im Rohr. Als nächstes erfolgt die Eingabe der charakteristischen Länge. In unserem Fall bei dem Rohr entspricht dies dem Rohrdurchmesser. Hierfür könnten wir in SpaceClimb das Ganze einmal abmessen. Und dann sehen wir, dass wir einen Radius von etwa 80 mm haben. Entsprechend können wir hier für den Durchmesser 0,16 Meter eingeben. Damit haben wir auch schon alle Anpassungen in dieser Tabelle vorgenommen und direkt automatisch wird uns die Dicke der ersten Prismenschicht berechnet. Und hier können wir sehen, dass wir bei 5,38 E-5 Metern für die erste Schichtdicke liegen. Bei einem gewählten Y-Plus von in etwa 1, somit liegen wir im Bereich der viskosen Unterschicht. Diese Eingabe können wir nun nutzen, um in der Netzerstellung die Prismenschichten zu definieren. Nachdem wir nun die erste Schichtdicke innerhalb von Excel berechnet haben, werden wir nun die Einstellung für die Prismenschichten vornehmen. Hierzu sollte man als erstes festlegen, auf welchen Komponenten Prismenschichten platziert werden sollen. Grundsätzlich natürlich erstmal auf allen Wänden, da ja die Prismenschichten dazu dienen, die wandnahen Schichten aufzulösen. Und entsprechend werden wir jetzt hier bei den Komponenten auswählen, auf welchen Komponenten eine Prismenschicht platziert werden soll. Dafür wählen wir als erstes die Wall aus und können hier unter automatisch erzeugte Prismenschichten auf Einschließen umstellen. Ebenfalls für die Messblende in stellen wir das Ganze auf Einschließen an dieser Stelle um. Auch entsprechend unsere Messblende out ist später eine Wand in unserer Simulation, also wählen wir auch hier Einschließen aus. Und ebenfalls unsere beiden Druckflächen, dabei handelt es sich ebenfalls um Wände, entsprechend wählen wir auch hier Einschließen aus. Nachdem nun alle Flächen definiert sind, auf denen Prismenschichten platziert werden sollen, werden wir nun die Einstellung der Prismenschichten vornehmen. Hierfür gehen wir noch einmal in die Netzeinstellung hinein, gehen nach ganz unten und hier an der Stelle Erzeugen der Prismenschichten bzw. Inflation Layers werden wir diese nun aktivieren, indem wir automatische Prismenschichten verwenden, auf programmgesteuert einstellen und anschließend die Option zur Erzeugung der Prismenschichten auf die Dicke der ersten Schicht umstellen. Das ist ja auch das, was wir gerade zuvor in Excel berechnet haben. Das heißt, an dieser Stelle können wir direkt die berechnete Höhe der ersten Schicht eintragen, die wir mit 5,38 E-5 Metern berechnet haben. Die Anzahl der Schichten erhöhen wir an dieser Stelle auf 12 und die Wachstumsrate ändern wir auf 1,1. Damit haben wir auch schon alle Einstellungen zu den Prismenschichten vorgenommen. An dieser Stelle könnte jetzt direkt die Netzerstellung erfolgen. Jedoch wollen wir noch eine Sache ergänzen. Wir haben ja bereits in Grundlagenströmungstechnik gelernt, dass es sinnvoll ist, an Stellen, wo hohe Gradienten zu erwarten sind, die Abtastrate zu erhöhen. Und ganz ähnlich verhält es sich auch hier bei den Netzen. Das heißt, an den Stellen, wo wir hohe Gradienten von Geschwindigkeit oder Druck erwarten, werden wir zusätzlich eine Netzverfeinerung vornehmen.
Bei uns ist das natürlich im Fall hier im Bereich der Blende zu finden. Das heißt, wir werden nun auf den Flächen der Blende eine Netzverfeinerung einfügen. Dafür wählen wir Netz mit Rechtsklick an, gehen auf Einfügen und wählen Elementgröße aus. Nun müssen wir definieren, auf welchen Wänden die Verfeinerung vorgenommen werden soll. Hierfür klicken wir in das Feld Geometrieauswahl und werden jetzt die einzelnen Wände auswählen. Wir werden alle zugehörigen Wände zur Messblende auswählen. Einmal ringsherum. Ich zeige noch einmal, welche Wände ich nun genau ausgewählt habe. So alle, die direkt an der Messblende liegen. Anschließend können wir hier mit anderen Wänden die Auswahl bestätigen. Und jetzt sind die Flächen auch blau hinterlegt und wir können nochmal kontrollieren, ob wir wirklich keine vergessen haben. Nun können wir auf diesen Flächen eine gesonderte Elementgröße definieren. Hier wollen wir die Größe 8e minus 4 Meter angeben. Anschließend stellen wir das Verhalten an dieser Stelle auf strikt um und wählen bei der Option Wandabstand erfassen Ja aus. Nun haben wir alle Netzeinstellungen getroffen und wir können das Netz erstellen. Dafür wählen wir einfach Erstellen aus. Hier unten können Sie den Fortschritt verfolgen. Das Ganze wird je nach der Leistung Ihres Computers ein bisschen dauern. Nachdem die Netzeinstellung oder Netzberechnung abgeschlossen ist, können wir nun überprüfen, ob das Netz optisch gut aussieht. Dafür zoome ich zuerst hier in den Bereich von dem Inlet herein. Wir können sehen, es sind grundsätzlich relativ grobe Elemente, jedoch sind in diesem Bereich ja auch keine hohen Gradienten zu erwarten. Insofern ist das Ganze erstmal plausibel so gewählt. Wenn wir dann im wandnahen Bereich oben gucken, können wir hier auch gut die Prismenschichten erkennen, die platziert wurden. Auch die sehen hier an dieser Stelle ordentlich aus. Insofern können wir uns nun den Bereich der Messblende genauer angucken. Um die Geometrie auszurichten, können Sie hier unten die Achsen auswählen. Dann wird die Geometrie automatisch ausgerichtet und so können wir das Ganze drehen, bis wir die Messblende im Bild haben. Wenn wir dann an dieser Stelle reinzoomen, können wir sehen, dass auch hier auf allen Wänden Prismenschichten entsprechend platziert wurden. Auch diese sehen grundsätzlich sauber aus und auch die Elemente im Umfeld sehen auf den ersten Blick erstmal sauber aus. Wenn man dann etwas herauszoomt, kann man auch schon gut erkennen, wie das Netz in dem Bereich der Blende eben verfeinert wurde, entsprechend unserer Einstellung. Als letztes bleibt dann noch zu überprüfen, dass wir die vorgegebene Knotenzahl der Studentenversion nicht überschreiten. Hierfür wählen wir nochmal das Netz aus, gehen dann hier ganz nach unten und können hier im Bereich Statistik die Anzahl der Knoten und der Elemente sehen. In diesem Fall sind wir mit unserem Netz bei 438.000 Knoten in etwa gelandet und die Studentenversion ist auf 512.000 Knoten begrenzt. Insofern können wir dieses Netz mit der Studentenversion simulieren. An dieser Stelle haben wir somit auch die Netzeinstellungen abgeschlossen und können im nächsten Schritt mit dem Setup fortfahren. Nachdem die Netzeinstellungen nun abgeschlossen wurden, können wir in die Workbench zurückkehren. Hier sehen wir zunächst, dass hinter dem Netz noch ein Blitz ist. Das bedeutet, dass das Ganze noch aktualisiert werden muss. Hierfür können wir einfach auf das Setup klicken mit einem Rechtsklick und wählen dann hier vorgelagerte Komponenten aktualisieren aus. Und nun wird das Ganze aktualisiert.
Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, ist hier entsprechend das Netz auch mit einem grünen Haken versehen, sobald das Netz eben in Ordnung ist und fehlerfrei ist. Dann können wir das Ganze einmal abspeichern und gehen einfach auf Projekt speichern. Nun wollen wir das Setup aufsetzen. Hierfür gehen wir mit einem Rechtsklick auf Setup und wählen Bearbeiten aus. Nachdem das Setup fertig geladen ist, können wir hier im Setup wieder unsere Geometrie erkennen und nun hier die einzelnen Einstellungen vornehmen. Wir werden hier von oben nach unten durchgehen, beginnen mit dem Analysetypen. Dort können wir einen Doppelklick drauf machen und wir sehen, es ist Steady State ausgewählt und das ist auch eine Simulation, die wir entsprechend durchführen wollen. Eine stationäre Simulation, keine zeitabhängige Simulation. Insofern können wir diese Einstellungen so übernehmen und das Fenster mit OK bestätigen. Dann können wir hier als nächstes auf die Default Domain gehen, sprich unser Fluid in unserer Geometrie und hier die Einstellung vornehmen. Auch hier können wir mit einem Doppelklick die Default Domain öffnen und können hier die Einstellung vorfinden. Man könnte an dieser Stelle zum Beispiel das Material verändern, aber wir wollen hier bei Luft mit 25 Grad Celsius bleiben. Das Einzige, was wir hier ändern wollen, ist unter Fluid Models, und zwar das Turbulenzmodell. Dort wählen wir Shear Stress Transport, also kurz SST, als Turbulenzmodell aus. Nachdem wir das ausgewählt haben, können wir dieses Fenster anschließend mit OK bestätigen. Nun müssen wir die einzelnen Boundaries erstellen, die wir zuvor ja schon als Komponenten definiert haben. Hierfür können wir mit einem Rechtsklick auf Default Domain gehen, anschließend auf Insert und dann Boundary auswählen. Wir beginnen wieder mit dem Inlet und geben hier entsprechend Inlet ein. An dieser Stelle sehen wir direkt, dass das Programm automatisch schon unser Inlet der zuvor erstellten Komponente zugewiesen hat. Und somit können wir nur einfach überprüfen, ist die richtige Wand ausgewählt. In dem Fall passt das und wir können dann hier zu den Boundary Details wechseln. An dieser Stelle ist Normal Speed die Vorgabe, die wir machen. Und wir möchten eine Strömungsgeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde haben später in unserer Simulation und entsprechend geben wir das hier an. Wenn wir das Ganze anschließend mit OK bestätigt haben, dann sehen wir hier auch schon in unserem Bild, wie diese Pfeile uns anzeigen, dass an dieser Stelle Fluid in unsere Geometrie einströmt. Als nächstes definieren wir entsprechend unser Outlet bzw. unser Opening und wählen wieder mit Rechtsklick Insert Boundary und geben nun Opening an dieser Stelle ein. Entsprechend erkennt das Programm wieder automatisch unsere Zuweisung und wir können direkt auf die Boundary Details wechseln und werden hier einen Relativdruck von 0 Pascal angeben. Das Ganze können wir dann wieder mit OK bestätigen. Nun sehen wir hier in unserem Bild, es wurden blaue Pfeile mit zwei Pfeilspitzen hinzugefügt. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Outlet und einem Opening. Ein Outlet würde an dieser Stelle nur das Ausströmen aus der Geometrie zulassen und ein Opening lässt sowohl das Ein- als Ausströmen zu. Insofern kann Fluid, das hier ausgeströmt ist, auch wieder einströmen, wenn entsprechende Bedingungen vorliegen. Nun gehen wir Schritt für Schritt durch die restlichen Komponenten. Das heißt, wir fügen als nächstes die Boundary ein für unsere Wall. Auch hier erkennt das Programm unsere Zuweisung, die wir zuvor getroffen haben. Und wir können unter den Boundary Details auswählen, um was für eine Wand es sich handeln soll. Wir wollen eine reibungsbehaftete Wand und wir wählen als Roughness Smooth Wall aus. Und das Ganze können wir wieder mit OK bestätigen. Auf diese Weise fügen wir nun auch die anderen Wände hinzu. Das heißt, im nächsten Step die Messblende in, also die Flächen, die in unserer Strömung liegen.
Hier erkennt das Programm die Zuweisung nicht, einfach weil der Name der Location keiner logischen Boundary Type entspricht. Das heißt, wir wählen hier manuell Wall als Type aus. Und die Boundary Details können wir kurz überprüfen, aber auch hier wollen wir die Standardeinstellungen behalten, bestätigen das Ganze dann mit OK. Auf die gleiche Art und Weise fügen wir jetzt noch die Messblende out hinzu, also die Wände der Messblende, die außerhalb der Strömung liegen. Auch hier müssen wir wieder den Boundary Type manuell ändern und wählen an dieser Stelle Wall aus. Wir überprüfen kurz die Einstellungen, die stimmen, also bestätigen wir mit OK. Nun fehlen noch unsere beiden Flächen für den Druck. Zunächst P1. Auch hier wählen wir Wall aus. Prüfen kurz und bestätigen mit OK. Und dann folgt P2. Auch hier Wall und bestätigen. Nun haben wir fast alle Boundaries definiert. Wir können das daran erkennen, dass wir noch nicht alle definiert haben, dass hier noch eine Default Domain existiert. Diese verschwindet, sobald alle Randbedingungen definiert wurden, die notwendig sind. Und hier sehen wir, das sind unsere beiden Symmetrien. Die haben wir noch nicht definiert. Das heißt, nun gehen wir her und gehen mit einem Rechtsklick auf Einfügen, Boundary und wählen als erstes Sim1. Und an dieser Stelle stellen wir den Boundary Type auf Symmetrie um. Und hier können wir direkt erkennen, dass wir gar keine anderen Einstellungen mehr vornehmen können. Das heißt, wir können das Ganze direkt mit OK bestätigen. Und genauso gehen wir vor auch für die zweite Symmetrie. Wieder Boundary Type, Symmetrie und bestätigen. Und hier können wir jetzt auch sehen anhand dieser roten Markierung, dass auf diesen Flächen entsprechend eine Symmetrie in unserem Setup berücksichtigt wird. Als nächster Schritt erfolgt nun die Solver-Einstellung, das heißt, wir gehen mit einem Doppelklick auf Solver Control. Hier können wir zunächst als erstes die maximale Anzahl der Iterationen ändern. Die werden wir auf 50 einstellen. Ich habe im Vorfeld nämlich einige Simulationen durchgeführt, um zu testen, dass bei dieser Iterationszahl die Lösung bereits konvergiert ist. Als Timestep werden wir den Auto-Timescale weiterverwenden und diese Einstellungen, die restlichen, können wir auch so übernehmen. Das heißt, auch dieses Fenster können wir anschließend mit OK bestätigen. An dieser Stelle haben wir grundsätzlich alle Setup-Einstellungen abgeschlossen. Das heißt, nun könnten wir die Simulation starten. Alternativ können Sie noch eine Expression ergänzen, dass man mit dieser Expression den Verlauf des Differenzdrucks auf unseren Flächen überwachen kann. Hierfür wählen wir Expression aus, gehen mit Rechtsklick Insert Expression und geben hier einen Namen ein, zum Beispiel da wir einen Differenzdruck hier berechnen wollen, dp. Innerhalb der Expression können wir nun mit einem Rechtsklick unter Function Locator Based Area AVE auswählen, um eine flächengemittelte Größe zu bestimmen. Nun müssen wir noch festlegen, welche Größe berechnet werden soll. Dafür werden wir hier in die Klammer klicken mit Rechtsklick, Variable und wir wählen als Variable den Absolutdruck aus. Nun müssen wir noch definieren, auf welcher Fläche dieser berechnet werden soll. Hierfür klicken wir hinter das Add-Zeichen. Gehen mit Rechtsklick, wählen Physics Locators aus, 2D und wechseln anschließend hier
auf unseren Druck P1. Und da wir einen Differenzdruck berechnen wollen, müssen wir nun das Ganze noch für unseren Druck P2 durchführen. Das heißt, wir rechnen Minus und nun das gleiche erneut. Function Locator Based Area AF Variable Absolutdruck. Und anschließend Physic Locators 2D P2. Nachdem wir das vollständig eingegeben haben, können wir die Expression mit Apply bestätigen. Und sobald diese vollständig definiert ist, erscheint sie auch hier oben unter Expressions. Anschließend können wir das hier schließen. Und nun müssen wir noch einen Monitor Point hinzufügen. Mit diesem können wir später im Solververlauf während der Berechnung die ganze Zeit unseren Differenzdruck überwachen. Hierfür klicken wir auf Output Control mit einem Doppelklick, wechseln zu Monitor, setzen den Haken für Monitor Objects und dann wählen wir Monitor Points and Expressions aus und fügen hier einen neuen hinzu. Hier müssen wir erneut einen Namen vergeben. Wichtig ist es an dieser Stelle darauf zu achten, dass der Name sich von der Expression unterscheidet. Das heißt, wir wählen an dieser Stelle einfach mal Differenzdruck aus. Bestätigen mit OK. Und nun erscheint hier dieser Monitor Point und wir können unter Option auswählen, dass wir eine Expression haben wollen. Anschließend können wir mit einem Rechtsklick in dieses leere Feld gehen, Expression auswählen und an dieser Stelle unsere zuvor erstellte Expression einsetzen. Wenn wir das haben, können wir das Ganze wieder mit OK anschließend bestätigen. Nun haben wir unsere Expression und unser Monitor Point definiert. Das heißt, nun können wir die Berechnung starten und können während unserer Berechnung die ganze Zeit unseren Differenzdruck überwachen und können somit auch erkennen, wann dieser Differenzdruck vollständig konvergiert ist. Nachdem unser Setup nun vollständig definiert ist, können wir die Berechnung starten. Doch zunächst sollten wir das Projekt noch einmal speichern und gehen wieder erneut unter Projekt speichern. Wenn das Projekt gespeichert ist, können wir mit einem Rechtsklick auf Lösung gehen und wählen dann Bearbeiten aus. Nun, wenn der Solver geöffnet ist, können wir hier Einstellungen vornehmen, zum Beispiel mit wie vielen Kernen wir die Lösung berechnen wollen. Grundsätzlich können Sie auch diese Einstellung auf Serial lassen und die Berechnung starten, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viele Kerne Ihr Prozessor hat oder sonstige Einstellungen hier vermeiden möchten, können Sie es in diesem Modus starten. Jedoch könnte es sein, dass die Rechenzeit sich somit erhöht. Optimal ist es, in der Regel die Kerne auszunutzen. Das heißt, wir gehen auf Intel MPI Local Parallel und wählen hier die Anzahl der Kerne unseres Computers aus. In meinem Fall sind das 4 Kerne, auf die die Berechnung später aufgeteilt werden kann. Wenn wir diese Einstellung vorgenommen haben, können wir die ganze Berechnung starten mit Start Run. Nun wird es einen Moment dauern, bis etwas zu sehen ist. So, nach einer kurzen Wartezeit werden jetzt nun hier am Rand schon erste Informationen sichtbar. Dort können wir einmal nach ganz oben scrollen zum Beispiel. Hier ganz oben kann man nämlich zum Beispiel erkennen, welche Version des Programms genutzt wird für die Berechnung. Dann im weiteren Verlauf hier wird das ganze Setup aufgelistet, was wir zuvor eingestellt haben. Hier zum Beispiel sichtbar die Expression, die wir eben eingestellt haben, gesetzt haben. Hier das Material, was wir verwenden. Und so kann man die ganzen Einstellungen hier an dieser Stelle noch einmal kontrollieren. Ja. Außerdem findet man hier Informationen, wie viel Speicher belegt wird von dem Computer und Warnungen, die getroffen werden und auch eine Übersicht über
die Netzstatistik. In diesem Fall können wir hier zum Beispiel erkennen, dass wir mit unseren 438.000 Knoten eben unter der Studentenversion zum Beispiel liegen und somit simulieren können. Würden wir darüber liegen, würde spätestens hier ein Fehler auftreten und das Ganze hier uns angezeigt werden, dass die Berechnung so nicht durchzuführen ist. Wenn wir nun nach ganz unten scrollen, können wir sehen, dass die ersten Zeitschritte berechnet wurden und die ersten Ergebnisse vorliegen. Das Ganze wird uns auch grafisch hier im Residienverlauf dargestellt. Und hier oben haben wir verschiedene Monitore zur Auswahl. Und hier unter Users Points finden wir unseren gesetzten Monitorpunkt zum Differenzdruck, den wir über die Expression aktiviert haben. Aktuell sehen wir, das Ganze schwankt noch sehr stark. Und wir werden nun im Verlauf der Lösung sehen, wie wir hier immer weiter gegen einen Wert konvergieren werden. An dieser Stelle werde ich das Video schneiden, weil die Lösung wird einige Minuten dauern. Auf meinem Laptop hat es ca. 5 Minuten gedauert. Und ja, dementsprechend werde ich das Video an dieser Stelle schneiden. Wenn es bei Ihnen sehr viel länger dauern sollte, länger als unter anderem eine halbe Stunde, dann kontaktieren Sie uns bitte über die Tutorenadresse und schildern Sie das Problem. Ja, nun ist die Simulation vollständig durchgelaufen. Uns wird bestätigt, dass sie ohne Fehler beendet werden konnte. Und wir können in unserem Verlauf von unserem Differenzdruck auch schon erkennen, dass wir hier zuletzt ganz gut gegen einen Wert konvergiert sind. Um Ihnen zu zeigen, dass es wirklich hierbei bleibt und nach diesem Zeitpunkt hier keine weiteren Schwingungen auftreten, habe ich die Simulation einmal 100 Zeitschritte laufen lassen und werde Ihnen dann kurz einmal den Solververlauf hierzu zeigen. Sie sehen also hier an dieser Stelle, dass das Ganze hier eben konvergiert und wir ungefähr bei diesem Wert von gerundet ca. 60,3 Pascal bleiben und somit gegen einen Wert konvergiert sind. Somit können wir unsere Lösung auswerten, da sie sich nicht mehr verändern wird. Wir können auch hier noch einmal uns die anderen Residienverläufe angucken und sehen, auch hier sind wir zu diesem Zeitpunkt wirklich vollständig konvergiert und somit können wir im Post mit der Auswertung fortfahren. An dieser Stelle können wir also dieses Fenster einfach mit OK bestätigen. Wir können hier noch die Informationen entnehmen, wie lange die Berechnung gedauert hat. In diesem Fall ist es fast 11 Minuten gewesen, was auch daran liegt, dass ich parallel an diesem Computer noch gearbeitet habe. Entsprechend wird natürlich sich die Rechenzeit verzögern, weil zusätzlich Leistung abgerufen wird. So, nachdem nun die Berechnung vollständig durchgeführt ist, speichern wir natürlich unser Projekt als erstes noch einmal ab. Und anschließend werden wir nun im Post die Auswertung vornehmen. Dafür gehen wir mit einem Rechtsklick auf Edit. Nun öffnet sich der Post. Und nun können wir hier verschiedene Auswertungen vornehmen. Zu Beginn könnten wir ja zum Beispiel anfangen und prüfen, ob unsere Randbedingungen, die wir gesetzt haben, überhaupt richtig erfüllt werden. Hierfür können wir hier oben in der Leiste den Function Calculator auswählen und dann können wir hier unter Funktion auswählen, mit welcher Methode wir Variablen berechnen wollen. Wir wählen dann flächengemittelt, also ArrayAve aus an dieser Stelle und nun können wir den Ort wählen, die Location. Hier wählen wir zuerst das Inlet aus. Und anschließend hier in diesem Fenster die Variable. Dort nehmen wir die Geschwindigkeit, Velocity. Und nun können wir noch diesen Haken entfernen, um die Rechenergebnisse zu behalten. Und wenn wir nun das Ganze berechnen, haben wir hier unsere Geschwindigkeit für das Inlet. Und wir sehen, dass diese leicht von den vorgegebenen 5 Meter pro Sekunde abweicht. Anschließend können wir nun einfach die Location wechseln und zu unserem Opening abändern. Wenn wir nun wieder auf Berechnung drücken, erhalten wir auch hier die Geschwindigkeit. Und wir können erkennen, dass die Geschwindigkeit am Opening leicht über den angegebenen 5 Metern pro Sekunde liegt.
Nun können wir auch noch den Differenzdruck prüfen, den wir bereits über unseren Monitor-Point überwacht haben. Hierfür wählen wir auch die Methode ArreaAve. Als Location wählen wir nun als erstes unsere erste Fläche für den Druck, P1, und hier wechseln wir entsprechend die Größe zum Druck. Wir können zum Beispiel hier den Absolutdruck wählen. Anschließend berechnen wir diesen erneut. Und nun können wir die Location zu P2 wechseln und auch hierfür den Druck berechnen. Und nun können wir hier diese beiden Drücke voneinander abziehen und somit erhalten wir ebenfalls unseren Differenzdruck, um die ganze Berechnung zu überprüfen. Als nächstes wollen wir uns nun die Streamlines anschauen, um zu sehen, ob die Durchströmung unserer Geometrie wie gewünscht erfolgt. Hierfür wechseln wir wieder zur Outline und nun können wir hier oben Streamlines auswählen. Den Namen behalten wir in diesem Fall einfach, bestätigen mit OK. Wir möchten 3D-Streamlines. Diese sollen in allen Domains liegen und vom Inlet her beginnen. Und wir bleiben zunächst bei den 25 Punkten, die verteilt werden. Die Variable ist entsprechend die Geschwindigkeit. Somit können wir das Ganze zunächst bestätigen. Und hier können wir nun unsere Streamlines sehen. Um die Legende in dieser fixierten Darstellung zu erhalten, können Sie unter Default, Legend, Appearance und Precision hier auf Fixed umstellen. Ebenfalls können Sie die Precision ändern, eben die Nachkommastellen. Für uns in diesem Fall reicht es also auch, die Geschwindigkeit ohne Nachkommastellen anzugeben. Und das Ganze anschließend mit Apply bestätigen. Um nun Abbildungen für Ihren Bericht zu erstellen, können Sie die Geometrie wunderbar über diese Achsen ausrichten und somit vernünftige Screenshots für Ihren Bericht erstellen. Nun wollen wir noch eine Kontur verwenden, um uns den Druck anzuzeigen. Hierfür deaktivieren wir zunächst die Streamlines, wählen Kontur aus, bestätigen mit OK. Und nun wollen wir als Location einfach unsere Symmetrien nutzen, die ja einen Schnitt durch unsere Geometrie darstellen. Als Variable wählen wir den Druck und die Range stellen wir zunächst auf lokal um. Hier an dieser Stelle können die Punkte für die Kontur beliebig erhöht werden, so kann eine feinere Auflösung erreicht werden, jedoch benötigt das auch längere Zeit zur Berechnung. Wenn wir das nun bestätigt haben, können wir hier schon wunderbar unsere Kontur mit unserem Druckverlauf erkennen. Um bessere Screenshots für Ihren Bericht zu erstellen, empfehle ich Ihnen unter Render, Lightning und Show Contour Lines auszustellen. Nun können wir die Geometrie wieder über unsere Achsen ausrichten und können einen ordentlichen Screenshot für den Bericht erstellen. Nun wollen wir uns noch ein spezielles Gebiet in der Strömung genauer angucken. Hierfür deaktivieren wir zunächst wieder unsere Kontur. Anschließend legen wir uns eine Ebene, also eine Plane, in die Kontur, wählen unter Location Plane aus, bestätigen dies. Nun müssen wir auf unsere Achsen achten, in welcher Ebene wir diese Plane platzieren wollen. In unserem Fall ist es die YZ-Ebene. Somit wählen wir hier YZ aus und bestätigen zunächst dieses Fenster mit Apply. Nun können wir noch keine Plane erkennen. Dies liegt daran, dass wir uns gerade bei 0 Metern befinden auf der X-Achse. Wenn wir dieses Ganze umskalieren, können wir nun hier erkennen, dass unsere Plane erscheint. Wir wollen nun die Plane in etwa hinter die Düse platzieren. Hinter die Messblende platzieren, Entschuldigung. In etwa so, es kommt da nicht genau drauf an, Hauptsache wir liegen ungefähr in diesem Bereich.
An dieser Stelle können wir die Plane einfach über diesen Haken wieder ausblenden und nun fügen wir Vektoren hinzu. Diese Vektoren werden wir nun auf dieser Plane platzieren. Alle anderen Einstellungen der Vektoren werden wir zunächst so übernehmen und wir bestätigen sie einfach mit Apply. Und nun können wir gut das Profil sehen, was sich in der Messblende ergibt. Wir können hier deutlich im oberen Bereich erkennen, dass es sich hier um ein Rückströmungsgebiet handelt. Um die Pfeile noch besser sichtbar zu machen, können wir auch unter Symbol die Einstellung 3D Arrow wählen. Falls Sie auch dies in Ihrem Bericht festhalten wollen, sollten Sie in diesem Fall eine perspektivische Darstellung wählen, da nur so wirklich das Rückströmungsgebiet erkannt werden kann.